Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Genau, da kriegen unsere Quests auch schon gleich wieder. Was kriegen sie? Das ist die Frage. Eigentlich will ich sagen, dass die Quests uns sagen, was wir machen sollen. Uns fehlt nämlich noch eine Vault für die ganzen Komponenten, die wir für den Hidden Valley Bunker brauchen. Und der ist in den Südvegas Ruinen. Repcon Hauptquartier wäre das nächste. Den haben wir noch nicht entdeckt, leider. Granate des Strips oder Vault 22. Ich überlege gerade von der Begebenheit. War das hier im Tal gelegen? Ich weiß gerade nicht mehr. Nee, das Repcon Hauptquartier war was anderes. Das Testgelände war in diesem Bergkessel. Das Hauptquartier war auch auf einer Ebene, also können wir hinlaufen. Boah, man sieht immer diesen Turm so aus der Ferne und das ist einfach nur so cool, wie der aussieht. So einen will ich auch mal haben. Dann latschen wir mal in die Richtung, obwohl da hinten sind Berge, ich weiß gar nicht, ob uns die in die Quere kommen könnten. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir laufen einfach mal los und gucken, wie sich die Reise begeben wird. Wohl. Ach, wir probieren es einfach mal, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Pass oder einen Durchgang. Ich guck mal kurz, ob es in dem Haus dort ein Bett gibt. Denn unsere Gesundheitsanzeige ist auch nicht so mega prickelnd. Bahnhof. Wird es doch wohl was zum Übernächtigen geben. Auch echt nicht. Wenn wir nicht wie so ein Obdachloser auf der Bank pennen. Oh, ist doch scheiße. Und den Automaten kriegen wir leider auch nicht geöffnet. Die gesamte Welt ist mal wieder gegen uns, wie wir es gewohnt sind. Aber dann würde ich mal vorschlagen, wir warten mal ein paar Stündchen. Damit wir wenigstens bei Tagesanbruch weiterlaufen können. Und auch sehen, wohin wir gehen. Oftmals gar nicht so schlecht. Fällt er die Stromleitung oder hat die noch nicht nachgeladen? Überlegen wir das seltsam. Wenn er einfach so hier aufhört. Ah, okay. Jetzt kommt sie. Jetzt plötzlich. Ich hab Angst. Ich hab große Angst. What the fuck? Was sind das für Viecher? Alter! Die können noch Feuer speien! Was geht mit denen? Unser Hund ist ein bisschen on fire. Ach du Scheiße! Von die. Schade, ich dachte, das Platz jetzt doch so ekelhaft auf, dass mein unterstützen würde. Boah, was sind das für riesige Ameisenvieh? Boah, ist ja widerlich. Krass. Irgendwas Wertvolles bei sich. Ah, der hatte gerade Nektar. Na, okay, das ist auch nicht so mega. Boah, das ist ja heftig. Krasse Viecher. Da sieht man wieder, was so Strahlung alles ausmachen kann. Boah. Nee, den Ameisenhügel will ich eigentlich nicht betreten. Ich dachte gerade, wir können da irgendwas rausnehmen. Ich will wieder raus. Sind wir gerade echt da durchgekrabbelt. Oh. Das Rückstände von diesem Ameisenzeug noch im Gesicht wahrscheinlich kleben. Boah. Nicht so lecker. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ah, hier haben die Ameisen ihre Munition gelagert. Gut. Immer schön. Ne, ich will an die Kiste da runter. Okay, da ist nichts drin. Ich springe einfach. Ade, schöne Welt. Okay, das waren aber anscheinend die einzigen ihrer Vertreter. Hoffe ich jetzt mal. Die waren ja mega riesig. So groß habe ich ja noch nie gesehen. Ich werde mich jetzt noch... Wow. Die können auch nur verdammt sagen. Oh, da waren ein paar Splittergranaten bei sich. Und der hat Schrot bei sich und zwar im Kopf. Und zwar ziemlich viel davon. Der hat gesessen, der Schuss. Oh, hier sind jetzt wieder ein paar Unholde und Raider, die sich hier eingenistet haben anscheinend. Ah, da ist schon der nächste.
Irgendwo. Irgendwo. Ah, da ist er. Da sehe ich ihn doch schon. Kannst dich nicht verstecken. Und dir auch. Da stehe ich total drauf. Oh. Wir sollten nicht der radioaktiven Pumpe hier rumlaufen. Da wird scharf geschossen. Wir wechseln einfach mal ganz gekonnt auf unser Präzisionsgewehr. Ist das ein Feind? Ja. Ach, RNK. Oh. sind wir irgendwie überladen oder? Was fehlt uns? Ach nee, ich hab. Ah, okay. Ich hab auf laufend das Ding geklickt. Och, unser Hund hat das jetzt schon. Jetzt wollte ich gerade mal die Sprengstoffmunition und Telefon, sei ruhig. Man sieht schon, es explodiert einfach. Einfach nur richtig cool. Und Telefon, du könntest jetzt auch mal explodieren und die Fresse halten. Ich habe an sich nichts gegen Telefon, aber in der Aufnahme nervt mir so ein kleines bisschen. Und die Leute, die dann einfach nicht aufhören anzurufen und einfach mal auflegen können, weil sie merken, dass ich keine Zeit habe. Schöner Klingelton übrigens. Hat's aufgehört. Telefon. Wahrscheinlich kommt jetzt hier auf YouTube dann wieder die GEMA. Oh, die Melodie, die gibt's schon. Die ist in einem Video. Wir müssen das Video sperren. Sowas kommt dann wahrscheinlich wegen der Telefon. Fucking Telefonmelodie. Ich sehe es jetzt schon. Boah, ich glaube, die Panzerbüchse behalte ich jetzt auch mal wieder. Weil man sieht schon, man schießt einfach und an der Stelle macht es einfach BAM! Wie eine Granate. Boah, und die haut auch noch ordentlich Schaden rein pro Schuss. Ich glaube, da kann man ganz zufrieden sein. Das dürfte der RNK hier gehören. Tippe ich jetzt mal. Unwissend würde ich mal sagen, dass das nicht der. Oh, da sind noch mehr von den Idioten. Oh, den haben wir gefehlt. Wunderschön, gell? Das macht Spaß. Oh. Ah, okay, mach. Und mach du tot. Wo hat denn der da gerade reingebissen? Böser Junge. Oh, Dienstgewehr. Haben die eiskalt von der RMK geklaut. Wobei mir das ja recht sein soll. Aber ich mag beide Fraktionen nicht. Jedenfalls unser Charakter. Oh, ein Cowboy-Repetierer. Ja, nee. Nee. Muss nicht sein. Ist eigentlich wie so ein Scharfschützengewehr mit Explosivmunition. Und etwas schwächerem Zoom. Mit dem nächsten Geld, das wir sammeln werden, würde ich auch unter Umständen in die Panzerbüchse investieren. In diverse Upgrades und mehr Munition dafür. Klingt das nach was? Ja, das klingt nach was. Und ich hau mir mal zwei Stimpacks rein, damit es uns ein klein wenig besser geht. Krass. Nicht laufen. Oh. Da habe ich gerade nachgeladen gehabt und habe gedrückt und wollte nochmal drücken und dann. Jetzt vor. Ah, das frisst ganz schön Munition. Wenn man so zweimal verfehlt. Und wir haben eh nicht viel Schuss für. Weil ein Schuss kostet ja wirklich ordentlich was. Aber das lohnt sich einfach so sehr. Macht einfach so Spaß. Den nehmen wir mit für ein Gewicht von 4. Der Preis geht echt klar. Das geht echt klar, würde ich sagen. Ah, oh, was ist denn da hinten? Schmerz! Es ist Schmerz! Ich hab's gefunden.
Teil haut so rein. Ich fühle mich einfach unbesiegbar. Da war noch einer. Oh, den hab's gleich mit erwischt. Wunderschön. Ein benannter Gegner. Mal sehen, was der bei sich hat. Also nicht der jetzt, der hat nix. Der hat nix, aber der links oben gerade angezeigt war, nämlich der hier. Ganz viel Drogen. Ein Kopf. Der hat einen Namen, aber ist kaputt. Wir haben ihm gerade einfach den Kopf abgerissen. Ich schätze mal, der ist für eine Quest. Und den würde ich jetzt auch einfach mal im Inventar mit rumtragen. Wer hätte nicht gerne einfach mal einen Kopf bei sich? Und den können wir eventuell unter Umständen vielleicht mal irgendwo abgeben. Wenn wir denn den passenden Ort dazu finden. Ah, hier ist auch der Eingang zur Vault. Okay. Dann war das gar nicht so mega sinnlos, unsere geile Munition an die Holle zu verschwenden. Okay, das kommt auf jeden Fall auf die To-Do-Liste, mehr explosive Munition für die Panzerbüchse zu holen. Da stimmt mir hoffentlich jeder zu. Ah, das sind auch die Südvegas-Ruinen, perfekt. You shall not pass, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, die restlichen Schuss heben wir uns mal auf und nehmen die normale Munition dafür. Weil die ja auch gegen sowas eigentlich reichen sollte. Da war auch noch gerade. Okay. Wo sind die? Da oben wahrscheinlich irgendwo. Ah, da. Jetzt nicht mehr. Ja, das könnt ihr auch jetzt alle gleich dreimal sagen, aber es ändert nichts an der Sache, dass ihr gleich sterben werdet. Aber es ist außerdem gar keine Vault, fällt mir gerade auf. Sondern einfach nur ein Gebiet. Oh. Nein! Ich liebe die Panzerbüchse. Ihr hoffentlich auch. Wir kriegen noch fett Karma dazu, was ich eigentlich gar nicht will. Gewehr, nein. Oh, das ganze andere Zeug. Boah, die Panzerbüchse ist mir jetzt echt ans Herz gewachsen. Ich glaube, das wird mir neben dem Scharfschützengewehr meine neue Lieblingswaffe. Den können wir zusammensetzen. So. Ach, Questfall, sag mir, wo die gesuchte Komponente sich befindet. Ach, das ist doch eine Vault. Ah, die ist irgendwo hier drin. Okay. Now I finally get it. Ich dachte schon, die wäre jetzt mal hier leichter versteckt, diese Komponente. Aber nein! Hier wird einem nichts geschenkt. Muss ich gerade mit Erschrecken feststellen. Okay, hier ist nichts. Ah, sieht auch gesund aus. Trainiert die Rücken- und Bauchmuskulatur übrigens. Oh, cool. Mit dem Original Vault-Verschluss quasi. Und den müssen wir auch irgendwo öffnen, okay. Aber wo stellt sich die Frage? Wo zur Hölle öffnet man eine Vault? Hast du gerade zugeknurrt? Klang gerade wie so ein Rancor. Wo zur Hölle öffnet man eine Vault? Mal ernsthaft. Oh, wir laufen so langsam mit der... Habe ich hier irgendwas übersehen? Du, Schalter. Nein. Können wir hier hoch? Auch nicht. Hä?
Das tat sich da an der Wand. Boah, wie böse. Aber ich würde hier auch mal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Dann geht's weiter mit Panzerbüchsen-Action. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao.